Der Wecker klingelt, du musst zur Arbeit. Mittagspause, jetzt darf gegessen werden. Dienstschluss, jetzt geht's ab nach Hause. Am Wochenende mit den Mädels weggehen, no chance, weil du hast Dienst. Dein Leben wird fremdbestimmt. Genauso auch wie das von Annika. Ja, Annika war Fitnesstrainerin, musste 5, 6 Tage die Woche arbeiten, je nachdem wie die Schichten ausgefallen sind, und hat einfach für sich realisiert, hey, irgendwie lebe ich mein Leben nicht nach meinen Vorstellungen, sondern so, wie es andere gerne von mir hätten. Das kennst du wahrscheinlich auch, ja, wenn du jetzt überlegst, hey, was kann ich nächste Woche machen? Naja, Chef fragen, darf ich Urlaub haben? Und genau darum geht es jetzt, wie kann ich es schaffen, ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen? Die Frage hat sich Annika damals gestellt, weil sie wollte unbedingt morgens entspannt aufstehen, frühstücken, ihr Porridge machen, Yoga machen, journalen, einfach den Tag in Ruhe genießen, so wie sie das möchte. Dann hat sie gesagt, hey, okay, ich bin Fitnesstrainerin, ich mache mich jetzt selbstständig. Ja, ich werde Personal Trainerin, Ernährungsberaterin, mache da so mein eigenes Ding. Gesagt, getan, hat sie sich dann dementsprechend in dem Bereich fortgebildet, auch die ersten Kunden sich angesammelt und hat dann aber festgestellt, so richtig selbstbestimmt ist das Leben trotzdem nicht. Ja, es sind trotzdem die Kunden in dem Moment, die das Ganze für sie bestimmen. Es ist auch ortsgebunden. Ja, sie kann ja jetzt nicht sagen, hey, ich düse einfach mal von dannen und bin woanders. Und so stand sie wieder vor demselben Problem, dass ihr Leben selbstbestimmt ist, dass nicht selbstbestimmt ist. Und sie dachte, okay, hey, was gibt es denn für Möglichkeiten? Sie war tatsächlich gegen Ende dann schon relativ verzweifelt, weil es finanziell auch einfach in dem Bereich nicht so gut war und ja, sie dann auch da wieder Stunden reduziert hat, um einfach mehr Lebenszeit zu haben. Ja, dann trat damals ich in ihr Leben tatsächlich. Wir haben gemeinsam gearbeitet eine Zeit lang und sie hat mich über Social Media verfolgt und hat gedacht, hey, die Isa, was sie da macht, ist echt cool. Ich schreibe ihr mal. So sind wir damals nach knapp 3 Jahren wieder in Kontakt gekommen, nachdem wir auch zusammen damals im Fitnessstudio gearbeitet haben. Und ich habe ihr ein Video geschickt. Annika, super, super skeptisch. Ja, du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man da hier irgendwie online Geld verdient, Videos bekommt. Hat sie es damals 3 Monate lang offen gehalten, den Tab, und hat sich nie so richtig angesehen. Ja, und ist dann damals zu ihrem Freund Mirko gegangen. Und hat ihm das Ganze dann doch irgendwann mal gezeigt. Und er so, hey, du musst das machen. Das ist genau das, was wir suchen. Ja, weil das, was ich hier tue, ist genau das, wonach sie gesucht hat. Weil sie ist Fitnesstrainerin geworden, um anderen Menschen zu helfen. Und das ist genau das, was wir im Online-Bereich tun. Menschen helfen, die eben auch ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, die reisen wollen. Ja, Annika und Mirkos Traum war es, einfach einen Van auszubauen, mit ihrem Hund rumzureisen, den ihr jetzt vielleicht eben gerade schon gehört habt. Ja, gesagt, getan, ist sie bei mir durchgestartet und mittlerweile sind die beiden auf große Van-Tour. Ja, die haben sich ihren eigenen Van ausgebaut, waren jetzt schon an ganz vielen schönen Orten unterwegs. Ja, und jetzt, wie startet Annika in den Tag? Ihr könnt es euch denken, ja, sie macht, sie journalt morgens, sie macht Yoga, sie startet ganz entspannt in den Tag, macht ihr Porridge, und macht das, worauf sie gerade so Bock hat. Und das Coole ist, dass es eben nicht nur für Annika funktioniert und auch nicht für mich, sondern auch für dich. Ja, das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte ein bisschen mehr eigene Zeit haben, das machen, worauf ich Bock habe, dann melde dich bei mir. Ich verlinke dir auch Annikas und Mirkos Account unten drunter. Ja. Lass dich ein bisschen inspirieren von ihren Vanreisen und natürlich auch meiner. Und vereinbare am besten jetzt gleich noch ein Gespräch, um eben auch in dein selbstbestimmtes Leben zu starten.